Lass es gefroren sein. Wenn es der beste Burger Deutschlands ist, ist es der beste Burger Deutschlands, wisst ihr? Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir testen heute Marcells Geschmack. Wir stellen ihn auf den Prüfstand. Er hat zwei Tipps aus nächster Nähe von mir. Zwei Tipps, die maximal heftig sein sollen. Schöner Burger auf dem Stand so, ne? Nicht irgendwo Restaurant, schöner Burger. Draußen an der Straße, bam, dann testen wir den Italiener, der einfach mal richtig geil sein soll. Ich werde mir versuchen, seinen Geschmack reinzudenken. Was wird er jetzt nehmen? Versucht das so ein bisschen nachzudenken. Das war ein bisschen dumm gesagt. Da haut mir auch eure Kommentare rein, wenn ihr sagt, ihr könnt das besser. Ich werde kompromisslos bewerten. Wer den letzten Videos schon bekannt weiß, ich mache da keine Freundschaftsbonus. Meine Meinung raus, wenn ihr sagt, ihr könnt es besser, eure Kommentare rein, wo es geil schmeckt. Ich fahre hin, auch Pizza, Döner, Burger, alles rein. Und dann fahren wir jetzt los. Ich bin sehr gespannt, was das macht. Ab geht's. Ich bin heiß wie Frittenfett, glaubt mir, was heute für Bewertungen gibt. Was ich so raushauen werde, was wir heute erleben werden. Ich sage euch ehrlich ein Geheimnis. Ich habe schon mal PlayStation auf Raten gekauft. Voila. Ich habe echt PlayStation auf Raten gekauft. 47% der Deutschen, ne, ob ihr es mir glaubt oder nicht, haben schon was auf Raten gekauft. Also das heißt auch, dass ich mich jetzt nicht wie ein Dulli fühlen muss. Das hat auch einen Grund, warum ich das sage. 99% denken sich jetzt, oh, jetzt ist er verrückt geworden. Nein, das hat einen Grund. An alle aufgepasst, die Schulden haben, die Ratenkäufer am Start haben, Kreditkartenschulden, die Dispo-Kredit haben, Privatkredit, alle aufgepasst. Ich habe eine Lösung für euch, wie ihr einfach schneller schuldenfrei werden könnt. Und da ist kein Haken dran, da ist alles perfekt. Alle, die mehr Cash in der Tasche haben wollen am Ende des Tages, die müssen jetzt genau zuhören. Anyfin ist die Lösung. Ich zeige euch mal eben eine App und ich zeige euch, wie das funktioniert. Einfach mehr Cash am Ende des Tages. Also als erstes lade ich euch die App von Anyfin natürlich runter. Klickt auf Anfrage senden und dann jetzt als Beispiel von mir mit meiner PlayStation damals, nimmt ihr den Ratenkauf. Wählt aus, welchen Anbieter ihr hattet, ladet ein Foto von eurer Rechnung hoch, also eurer aktuellen Rechnung, klickt da einmal drauf, zack, die Boom, gibt noch einen Code ein, in dem Fall Code Holle natürlich, kriegt da noch 20 Euro an Start, einfach Abzug auf eure Rechnung, schickt die Anfrage los und bekommt dann ein Angebot zugeschickt. In dem Fall 36% würde man an Zinsen sparen. Das Schöne ist, Anyfin macht nur ein Angebot, wenn sie eure Zinsen senken können. Es kann natürlich vorkommen, dass es nicht passiert, aber wenn sie eure Zinsen senken können, kriegt ihr ein Angebot. Ihr habt kein Risiko, gar nicht, ihr habt nichts zu verlieren. Wenn ihr irgendeine Rate offen habt oder ähnliches, schickt das hin und Anyfin macht das klar. Deine offene Rechnung wird dann abbezahlt, du bist Kunde bei Anyfin, zahlst weniger Zinsen und bist schneller schuldenfrei. Das Ganze findet ihr in der Videobeschreibung von mir, den Link dazu, natürlich den Code Holle. 20 Euro kriegt ihr dann nochmal for free. Abzug auf eure Rechnung und jetzt geht's weiter im Video. Also, wir sind direkt am Start. Ich habe schon ein bisschen angehauen. Sehr geil. Ich war ganz kurz schon drin von der Optik alleine, muss ich euch sagen. Gummi. Also, hier erstmal hat mir die Chefin gerade gesagt, ich sag du das auf Kamera, ne? Und sie wollte nicht. Sie war ein bisschen schüchtern. Hier, das war mal eine Bäckerei früher. Hier sind auch die alten Bilder davon. Das hat richtig Geschichte. Guck mal hier. Das hier sind sogar noch die Türen von der Bäckerei, hat sie eben erzählt. Das mag ich. Hier ist richtig Geschichte hinter. Und jetzt passt mal auf. So stelle ich mir ein italienisches Restaurant vor. Hier ist mal Vorhang. Und hier haben wir schon mal eine schöne Menükarte. Und den, sag ich mal, den Maestro hinterm Tresen, der macht uns heute das Essen, ne? Ja. Ein Uritaliener, ne? Ja. Also so stelle ich mir das vor hier auch. Schöne Vinos hier. Das ist aber verlockend, ne? Wenn der Tag mal nicht läuft, hier mal einfach so ein Vino aufmachen und einen kleinen Schüssel. So würde ich das machen. Wenn es gut läuft, wie viele wirbeln hier in der Küche rum? Drei, okay. Und du bist Küchenchef aber? Ja. Ja, jetzt sind wir in Italien. Ah, okay. Und jetzt machst du Chefe? Ja. Hier brutzelt schon was. Wird hier Brühe angesetzt oder was haben wir hier? Korken, zwei Tage wieder. Zwei Tage? Ja. Ehrlich? Oh, und der macht die Soße davon. Ah, ist wirklich so, da merkt man so bei so Kleinigkeiten, wo manche sich einfach nicht die Zeit nehmen, ne? Und setzen da was an, machen da noch ein bisschen Maggi-Pulver ran oder sonst was, wisst ihr? Zwei Tage sitzt das hier auf dem Kochtopf, damit ihr eine Soße rauskriegt, die zum Schluss und wahrscheinlich maximal Geschmack hat. Das Problem ist jetzt, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Es gibt so viele Sachen, ich muss irgendwas Heftiges nehmen. Chefin, was würdest du mir empfehlen zu essen so? Eine schöne Pizza. Eine Pizza, okay, die nehme ich auf jeden Fall dazu. Weißt du noch, was der Marcel hier gegessen hat oder was er gerne mal bestellt? Oh, haben wir heute leider nicht da, Bolognese liebt er ja. Bolognese, ja, die liebt er. Habt ihr nicht? Und was nimmt der alternativ mal? Ravioli. Ravioli hat er genommen, die nehme ich auch schon mal, die sind gebongt. Dann gucke ich hier nochmal auf die Karte, Pizza, Ravioli. Eine Frage habe ich auch direkt, habe ich gerade schon euren Koch gefragt, ne? Der Marcel, den kennst du ja auch, der jemand mal essen ist. Der sagt immer, ich bin übertrieben hässlich. So ein hässlicher, Alter. Ist das so? Nein. Nee, ne?
Ja, ich weiß nicht, was er damit hat, ne? Aber das ist jedes Mal. Gut, wollte ich nur mal eine Frau fragen, ne? Also du bist sehr hübsch, wollte ich auch nochmal anmerken. Ne? Dankeschön. Also, jetzt muss man auch mal so eingestehen, ne? Danke. Ja, bitte. So, ich gucke jetzt aber wirklich mal, was ich bestelle. Auf jeden Fall Ravioli und eine Pizza nehme ich. Ja. Das auf jeden Fall schon mal. Und dann ein drittes Gericht nehme ich noch dazu. Drei Gerichte, drei Bewertungen, Leute. Ribeye Steak. Und da ist ja die Soße, die ihr mir gerade gezeigt habt, ist da mit drauf, glaube ich, ne? Ja, ja. Dann haben wir Ribeye, Pizza und Ravioli. Die Wahl ist getroffen. Mal die schönen Gerichte an. Also was ich da direkt wirklich, diese Soße, ich koche ja selber zu Hause, wisst ihr, und auch schon lange, und ich versuche mir an vielen Sachen so eine schöne Soße zu ziehen und da tagelang eine Brühe vorzukochen und daraus die Soße zu ziehen, das ist so eine Arbeit und ich weiß, wie schwer das ist. Da habt ihr eine schöne Soße und da freue ich mich richtig drauf. Pizza muss ich sagen, da habe ich Angst vor, habe ich einfach so viele gute Pizzen gegessen. Und die Ravioli, da haben die auch nochmal Parmesan am Schuss drauf und diese Soße drauf. Natalie, let's go. Fangen wir mit dem Fleisch hier an. Schön rosa, würde ich mal sagen. Also die Pilze zergehen im Mund. Zergehen komplett im Mund. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Dazu der Rosmarin, der dann da reingeschossen kommt. Welt, sag ich euch, Welt. Schöne Kartoffeln dazu. Rosmarin angemacht. Gibt nichts Besseres. Ich sag's bei Twitch immer so, es gibt einfach Kombinationen, die sind füreinander geschaffen. Rosmarin und Kartoffel, das gehört zusammen. Das ist einfach Gemüse mit Biss, so wie es sein soll. Und gehen wir mal zu den Ravioli vor. Man merkt halt so dieses Selfmade-Style halt, ne? Nicht dieses industrielle. Du hast die Ravioli am Start. Die ist hier halt richtig, da ist richtig Fleisch drin. Das ist halt wirklich handgemacht, ne? Das ist klar. Dieser wunderbare Teig, das Herz hinter, das Handwerkskunst hinter. Also, das ist was für mich gute Küche ausmacht. Du verlierst dich da drin. Die Ravioli, kann ich euch direkt sagen, die haben einen gewissen Zauber so. Ihr habt einerseits präsent diesen Parmesan, habt diese Soße, die einfach perfekt ist. Glaubt mir, diese Soße ist perfekt. Und ihr habt zwischendrin kleine Impulse, wo du isst, du merkst, was kommt denn da jetzt? Ich würde jetzt mal einfach sagen, der Teig, der ja auch noch einen gewissen Geschmack hat, der reinkommt und du wartest, was kommt da, was ist da? Dann verschwindet es wieder wie so ein Zaubertrick und du denkst dir, scheiße, was war das eben? Was habe ich da gegessen? Das bringt Spaß zu essen. Das bringt einfach wirklich Spaß zu essen. Bewertung geht zum Schluss, wir gehen jetzt Burgerfetzen und dann seht ihr nochmal die Bewertung. So, wir sind jetzt gleich beim Burger am Start, ganz unscheinbar an der Ecke, bam, hier B73, mega Verkehr, einfach eine kleine Bude, seht ihr gleich, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, kann jetzt alles mich erwarten, kann mich ein Juwel erwarten, kann mich voll die Grütze erwarten, ihr werdet es gleich sehen, wir steigen direkt rein ins Burger zubereiten, würde ich sagen, oder noch einmal ein Blick von außen natürlich, hier guck mal, um die Ecke. Kleiner Stand. Ich brauche eigentlich gar nicht raufgucken. Ne? Ihr habt ja so einen Blaubeerburger habt ihr. Und einen normalen Cheeseburger nehme ich. Das beides. Weil einen normalen Cheeseburger nehme ich immer als Test so. Da kann ich gut vergleichen, weißt du? Nehme ich einen Cheeseburger und einen Blaubeerburger. Brot kann man auch auswählen. Sesam, Rustikal und Lauge. Okay, der Kollege empfiehlt Laugenbrötchen für Blaubeer und dann nehme ich Sesam für den Cheeseburger. So sieht er aus. Burger abgepackt. Ich muss hier eben um die Ecke. Das ist hier so übertrieben laut. Optik habt ihr jetzt gesehen. Also ich finde den Blaubeer-Burger richtig heftig von der Optik. Also der andere ist auch nicht schlecht so. Aber der Blaubeer halt noch von der Farbgebung halt echt mega. So, und jetzt haue ich den bei mir aufs Auto hier rauf. Oder wisst ihr was? Scheiße, ich esse hier bei den Mülltonnen. Also erstmal der Blaubeer-Burger. Der wurde mir sehr, sehr ans Herz gelegt von Marcel. Ich sage euch ganz ehrlich, meine Stimmung war geknickt. Wo ich gesehen habe, dass es gefrorenes Fleisch ist. Und ich habe keinen Bock, irgendwie schlecht zu bewerten. Wisst ihr, ich habe keine Lust, schlecht zu bewerten. Dann sehe ich das und denke ich schon so, scheiße, ja. Scheiße. Man muss dazu sagen, somit das beste Fleisch, was ich hier gegessen habe, war auch Tiefkühlmarkt von zu Hause vom Bio-Josef. Glaub mir, da kann man Biofleisch bestellen und das haue ich in den Ofen. Das sah genau aus wie das und das hat heftigen Geschmack. Und das hier auch, ich weiß nicht warum,
Aber das Fleisch hat richtig intensiven, guten Fleischgeschmack. Glaub mir. Und dennoch die Süße von den Blaubeeren, ich habe nicht mitgerechnet. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie scheiße Kacke bewerten. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Wartet mal erstmal. Und ganz ehrlich, mit den Blaubeeren auch. Die putzen mir hier reihenweise runter. Als Marcel das gesagt hat, dachte ich, Blaubeermarmelade oder so. Schön frisch, schöne Süße mit rein. Ich sag's euch, das ist mal was anderes. Laugenbrötchen hier halt noch dazu, ne? Oben mit Käse drauf. Also am Ende des Tages, man muss es einfach sagen. Klar kann man jetzt hinkommen und sagen, oh, tiefgekühltes Fleisch und hier dies, hier das. Aber am Ende des Tages bewerten wir den Geschmack. Ob das Fleisch gefroren war oder nicht, lass es gefroren sein. Wenn es der beste Burger Deutschlands ist, ist es der beste Burger Deutschlands, wisst ihr? Bacon schön knusprig, schöner Geschmack. Ich schwöre so, ich bin geflasht. Hätte ich vorher wetten müssen, ich hätte gesagt, scheiße, Mann. Ich habe schon überlegt, wie mache ich das jetzt so, wisst ihr? Video geplant und ich weiß schon vor, oh nein. Oh, hier die Blaubeeren noch, jetzt der Classic. Mit ganzen Gurken drauf, relativ dick geschnitten, ganze Tomate oben drauf. Käse passt optimal zum Burger. Dieser klassische Cheddar-Geschmack, wie man ihn kennt, auf dem Burger. Klassisch, nicht neu rumprobieren. Einfach das, wo man weiß, woran man ist. Schöner Ketchup, ganz normaler Standard-Ketchup, der einfach gut zum Burger passt. Schöne Mayo noch dazu. Gurken für mich zu dick. Sag ich euch ganz klar, Gurken für mich zu dick, nehme ich raus. Ich schwör's euch, ich kam mir gerade so schlau vor, als ich das gemacht habe. Ehrlich, aber warum nehme ich sie nicht einfach raus? Probieren wir so nochmal. Also ihr kriegt jetzt die Wertung vom Italiener, der direkt diese Bewertung. Dann sage ich euch nochmal tschüss. Also, Theresa, ich habe hier die Bewertung für dich am Start. Ravioli habe ich eben schon zu dir gesagt. Ravioli hat mich komplett vom Hocker gehauen. So. Da würde ich wirklich... Und da muss man auch sagen, das ist das Gericht, was Marcel ja nimmt. Die anderen hat er ja jetzt nicht genommen. Da hat er mich überrascht. 9 von 10 würde ich den geben. Ravioli 9 von 10. Eine Pizza ist eine leckere Pizza, habe ich eben zu Theresa auch gesagt. Weltmeisterpizza gegessen, alles. Würde ich einfach eine glatte 7 geben, weil sie lecker ist. Kann man einfach so, sage ich mal, jedem weiterempfehlen. Eine leckere Pizza. Und Steak hätte ich jetzt auch eine 7 von 10 gegeben. Ist einfach lecker, kann man super essen, geil mit den Champignons so und blaff, top. Also gerade die Ravioli haben mich halt, wie gesagt, umgehauen. Ah ja, und jetzt natürlich auch noch zur Burgerbewertung eben. Zu der Bewertung von den Burgern. Also ich muss noch mal ganz klar sagen bei den Burgern, ich war absolut überrascht. Ich war absolut überrascht bei den Burgern. Ihr müsst immer so sehen, ich fahre durch ganz Deutschland, das ist bei meinen ganzen Rankings so, ne? Sieht, wenn ich mal eine 7 oder eine 8 gebe, sieht das nicht als schlecht. Das sind heftige Dinge. Ich fahre durch ganz Deutschland, beste Tipps, Burgerläden seit Jahrzehnten, von ganz Deutschland gefühlt empfohlen. Jeder sagt mir, fahr dahin, ich teste die preisgekrönte Geschichten, ich teste alles und da sind natürlich meine Bewertungen oben anders einzuordnen, als wenn du jetzt hier 5 Imbissbuden um die Ecke testest. So, von mir kriegt Burger Nummer 1, Lauge kriegt 7,2. Top Burger, aber man muss natürlich sagen, Fleisch war ich einfach sehr überrascht von. Sehr guter Geschmack dafür, dass ein gefrorenes Ding war, aber natürlich frisch wäre noch besser. Burger Bun geht auch noch ein bisschen was drauf, aber schön auch mit den Heidelbeeren. Das hat schönen Geschmack nochmal reingegeben, schöne Süße, hat mich positiv überrascht. Anderer kriegt von mir eine 7 von 10, der andere Burger, einfach ein leckerer Burger. Wisst ihr, natürlich, das Burgerbrötchen kann man ein bisschen besser machen. Aber guter Auswahl von Zutaten. Käse schmeckt, Soßen schmecken. Einfach ein Burger, den man lecker essen kann hier um die Ecke. War ich komplett von überrascht von. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Dieser Ansprache zum Schluss, echt ein abgestottert. Aber scheißegal. Danke fürs Zuschauen. Gerne einen Daumen oben da lassen, einen Kommentar und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Peace.